Digitalisierung und Innovation im öffentlichen Sektor ist ein sehr spannendes Thema. Unsere repräsentative Umfrage hat ergeben, dass sich die Schweizer Bevölkerung mehr digitale Dienstleistungen wünscht und dass sie auch die Erwartung hat, dass die schweizweit einheitlich sind. Wir sind darüber überzeugt, dass das eine riesige Chance ist für den öffentlichen Sektor, um da gemeinsam mit allen Beteiligten der Schweiz einen grossen Schritt vorwärts zu bringen. Was ist wichtig in Bezug auf die Innovation im öffentlichen Sektor, kann man vielleicht aus zwei Dimensionen anschauen. Das eine ist in Bezug auf Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen mit dem öffentlichen Sektor. Und das andere ist die Kommunikation innerhalb des öffentlichen Sektors. Ist klar, aus Sicht von mir als Person bin ich natürlich vor allem am meisten interessiert, wie einfach ist es mir möglich, meine Dienstleistungen mit dem öffentlichen Sektor digital und innovativ abzuwickeln. Wir sehen aber durchaus sehr viel Potenzial, vor allem im zweiten Bereich. Das heisst, wie ist Kommunikation innerhalb des öffentlichen Sektors? Und auch hier hat die kürzliche Vergangenheit gezeigt, dass es eben einiges an Potenzial gibt, zum Beispiel im Bereich von Datenaustausch. Unsere Umfrage hat gezeigt, dass Bürgerinnen und Bürger sehr stark den Wunsch nach einheitlichen schweizweiten digitalen Dienstleistungen vom öffentlichen Sektor haben. Das bedeutet natürlich auch, dass sich die entsprechenden Player im öffentlichen Sektor verstärkt abstimmen, um das eben dann auch zu ermöglichen, dass es zum Beispiel nicht immer unterschiedliche Dienstleistungen, unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Arten gibt zwischen Kantonen, zwischen Gemeinden und vielleicht sogar auf Bundesstufe. Was braucht es, um Innovation und Digitalisierung vorwärts zu bringen? Man hört oft, dass es eine Technologiefrage ist. Das ist es natürlich, aber nicht nur. Es sind für uns eigentlich vier Aspekte, die wichtig sind. Das erste klar ist Technologie. Die entsprechenden Mittel, Laptops und so weiter müssen zur Verfügung stehen, dass eben auch digital geschafft werden kann. Das ist aber bei weitem nicht ausreichend. Das zweite sind die digitalen Prozesse selber. Das heisst, die Prozesse müssen eben konsequent digital gedacht und umgesetzt sein, damit man das volle Potenzial haben kann. Wenn man immer noch muss Dokumente drucken, unterschreiben und so weiter, ist es eben noch nicht konsequent digital umgesetzt. Das dritte ist die Kultur. Kultur ist enorm wichtig im Ermöglichen von Innovation und Digitalisierung bei den Mitarbeitenden, dass es dann aber auch entsprechend akzeptiert ist. Das gilt auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und der letzte Punkt sind die rechtlichen Grundlagen. Die müssen natürlich vorhanden sein, dass man auch das gesamte Potenzial von der Digitalisierung im öffentlichen Sektor nutzen kann. Was braucht es, um jetzt weitere Fortschritte zu erzielen? Ich denke, zuerst ist es mal wichtig festzuhalten, dass enorme Fortschritte jetzt auch gemacht worden sind, gerade in den letzten 12 Monaten. Aus meiner Sicht sind drei Aspekte wichtig jetzt für die Zukunft. Das erste ist der gesetzliche Rahmen. Gewisse gesetzliche Grundlagen müssen jetzt geschaffen werden, dass eben auch das Potenzial von der Digitalisierung konsequent genutzt werden kann, zum Beispiel eine digitale Unterschrift. Das zweite ist das Vertrauen der Bevölkerung im öffentlichen Sektor. Die Grundlage der Akzeptanz von digitalen Dienstleistungen ist am Schluss entscheidend, ob die dann auch akzeptiert werden. Und unsere Umfrage hat gezeigt, dass es gewisse Befürchtungen gibt in der Bevölkerung im Hinblick auf Datenschutz, im Hinblick auf Datensicherheit. Und es ist enorm wichtig, dass diese Punkte aufgenommen werden und adressiert werden, dass dann eben auch die entsprechenden Dienstleistungen akzeptiert sind. Der dritte Punkt ist der Wille. Der Wille der Entscheidungsträger, wirklich etwas zu verändern. Und da sehen wir auch eine riesige Chance in der Zusammenarbeit, um da die Beteiligten mit einzubeziehen, dass wir da am Schluss gemeinsam die Schweiz wirklich auch einen Schritt vorwärts bringen können.